Frau Merkel, ich möchte Sie freundlich kurz daran erinnern, dass der Deutsche Reichstag kein Ersatzgebäude für den ehemaligen Palast der Republik ist. Am Westflügel des Reichstags steht klar und deutlich in großen Buchstaben dem deutschen Volke, welches im Übrigen auch der Bauherr des Gebäudes ist. Sagen Sie, wenn man es mal ganz genau betrachtet, ist der von Ihnen und den Eliten forcierte Corona-Kontroll- und Globalisierungswahn doch eigentlich schon längst gescheitert. Ein anscheinend noch nicht richtig auf Systemspur gebrachter Kriminologe hat es mit nur einem Satz vor ein paar Wochen auf den Punkt gebracht, mit dem, was in Stuttgart geschah. Er sagte, dass diese Aggressionen vieler Bürger maßgeblich aus den vergangenen Monaten heraus resultieren und mit der Geiselhaft und ihren unverhältnismäßigen Corona-Maßnahmen zusammenhängen. Ja, da guckt mal einer an, man höre und staune. Na, da hätten Ihre Experten bestimmt erst mal wieder jahrelang für forschen müssen, um das zu erkennen. Es fehlt bei dieser ganzen Corona-Show eigentlich mittlerweile nur noch eine Amazon-Werbeeinblendung. Kaufen Sie lieber bei Amazon von zu Hause aus ein. Online, das ist sicherer und nicht so gefährlich. Und unterstützen Sie bitte weiter den Umsatz vom armen Multimilliardär Jeff Bezos, der dank Corona und Ihnen ein Plus von 45 Milliarden Dollar gemacht hat. Amazon. Ja, und jetzt will man es den Corona-Rebellen aus Stuttgart ja mal so richtig zeigen. Staatlich links inszeniertes Theater. Hauptsache, man bekommt die Stuttgarter irgendwie endlich wieder mundtot. Aber bitte, das wird Ihnen nicht gelingen. Denn nicht nur die Menschen aus Stuttgart, nein, sondern jetzt sogar aus ganz Deutschland kommen am Samstag, den 1. August, extra zu Ihnen nach Berlin. Kommen Sie doch auch mal vorbei. Ja, aber vermutlich sind Sie alle aber wieder zu beschäftigt mit Ihrer Lobbyarbeit oder feige, um sich mit dem Unmut der Menschen mal so direkt auseinanderzusetzen. Ja, da soll doch lieber die Berliner Polizei diesen schlimmen Mob von Volk wieder in Schach halten. Die haben das doch immer schon super gemacht. Jede Polizistin und Polizist können sich bei der Gelegenheit im Übrigen auch mal selber hinterfragen, ob sie einer Demokratie oder mittlerweile eher einer Diktatur dienen wollen und wie weit ihr stummer, blinder Gehorsam für sie und ihre eigene Familie und vor allem der eigenen Bevölkerung gegenüber moralisch noch vertretbar ist. Denn auch sie und ihre ganzen Berufskollegen haben weltweit schockierende Bilder von unnötig brutaler Gewalt bei den Menschen auf den Straßen und im Internet hinterlassen. Ja, da sitzen sie alle nun mit über sage und schreibe über 700 Politikern im Reichstag, wobei man die Mehrheit ja eher selten anwesend sieht. Naja, ist vielleicht auch besser so. So erahnt man nur das kolossale Ausmaß an Inkompetenz, welches man als Bürger mitfinanziert. Die Politik erinnert mich persönlich ja mittlerweile eher an eine Feuerwehr, die loszieht, um Feuer zu legen, um dann am Ende als falscher Retter dazustehen. Völlig fern vom normalen Leben eines normalen Bürgers, ja, wurden doch die meisten von ihnen oftmals nur durch Vitamin B weiter und weiter bis in die höchsten Kreise von Wirtschaft und Politik gehievt. Und der Rest von ihnen hat im Laufe der Zeit bei einem Gehalt von weit über 10.000 Euro monatlich alles in allem anscheinend den Bezug zum normalen Leben eines normalen Bürgers vollends verloren. Und Frau Merkel, mal ehrlich, Ihr Ziel und Plan ist es doch mit Hilfe der Corona-Pandemie nur die Kontrolle, die Digitalisierung und die Globalisierung der Eliten und deren Großkonzerne in großen Schritten weiter voranzutreiben. Menschen mit 500-Euro-Schuhen entscheiden über einen Großteil von Menschen und Familien, die mittlerweile schon drei Jobs brauchen, um nur einigermaßen über die Runden zu kommen. Seit Monaten werden Menschen von ihnen willkürlich in Geiselhaft genommen und immer, wie es gerade passt, unschuldig eingesperrt, gespalten und von Polizei und Staat vollkommen entmündigt. Und das nur, weil wenige Menschen in der Bevölkerung wirklich als gefährdet gelten. Ihre Lockerungen gab es auch erst, nachdem Menschen bundesweit auf den Straßen protestiert haben. Ja, das war auch der einzige Grund für diese Lockerungen. Bloß die Bevölkerung wieder irgendwie ruhig stellen und auch ruhig halten. Hat man wohl nicht mitgerechnet bei den Eliten, dass ausgerechnet in Deutschland der Widerstand immer weiter wächst und sich auch immer schneller und professioneller organisiert.
Eigentlich müssten doch nur diese gefährdete Minderheit von Menschen vor ihrem so klug ausgedachten Coronavirus geschützt werden und nicht die gesamte Weltbevölkerung, Rücksicht auf diese äußerst geringe Anzahl von Menschen zu nehmen. So herum wäre es normal und vor allen Dingen für jeden Menschen auch noch nachvollziehbar. Es sei denn, man hegt halt einen ganz anderen Plan, Frau Merkel, nicht wahr? Die Wirtschaft wird nun schon seit Monaten natürlich auch nur zum Schutz dieser Minderheiten weltweit mit Pauken und Trompeten an die Wand gefahren. Und dann kommen Sie auch noch heuchlerisch mit einem sogenannten Konjunkturpaket und mit einer Mehrwertsteuersenkung von ein paar läppischen Prozent um die Ecke. Wie verlogen ist das denn? Erst einmal den für die Globalisten ach so nervigen Mittelstand in die Pleiten treiben, Großkonzerne auf Schnellkurs ab in Richtung Insolvenz schicken, wie zum Beispiel die Lufthansa, um dann am Ende als ach so fürsorglicher Staat Kredite anbieten, mit zusätzlichen Bedingungen, versteht sich. Und zack, rutschen die durch das Corona-Schauspiel in notgeratenen Unternehmen ganz elegant Stück für Stück in staatliche Hand. Ich kann Ihnen sagen, was die Wirtschaft sofort wieder ankurbeln würde, nämlich wenn Sie diese unverfrorene und unsinnige Maskenpflicht endlich komplett aufheben würden und die Grundrechte eines jeden Bürgers wieder ohne Einschränkung herstellen würden. Das würde reichen. Und wenn Sie es dann ganz besonders toll machen wollen, treten Sie und der Rest der Regierung am besten noch gleichzeitig zurück. Hui, das wäre dann ja wie Ostern, Weihnachten und ein korrupt erschlichener WM-Sieg an einem Tag. Zur Feier des Tages könnten dann vielleicht ja die Bürger und Bürgerinnen in Deutschland endlich auch mal ihre eigene Verfassung wählen. Ja, wäre doch auch endlich mal an der Zeit. Ja, nun gut, wer so etwas sagt, findet sich ja ruckzuck als Reichsbürger in den staatsfreundlichen Medien wieder. Demnach gehöre ich mittlerweile zur antisemitischen rechten Reichsbürgerin mit linksterroristischer Tendenz zu Verschwörungstheorien, aber natürlich nur auf esoterischer Ebene und mit klarem Drall zum Hippie-Dasein, mit Aluhut natürlich. Mit all den Verunglimpfungen von uns vielen andersdenkenden Menschen haben Sie und die Eliten mit Ihren gesamten bezahlten Propagandamedien und den sogenannten staatlich instrumentalisierten Faktencheckern einen mit der größten Fehler in Ihrem Super-Corona-Masterplan gemacht. Sie haben damit so unendlich viele Menschen aufgeweckt, die sich nun zuhauf lieber bei uns, den alternativen Medien, informieren, als bei den jetzt klar erkennbaren staatstreuen Medien. Es lag doch auch wirklich wahnsinnig witzig von Ihnen zu glauben, mit Maske würde man gerne shoppen gehen. Daran sieht man mal, wie Ihre Konjunkturmaßnahmen gar nicht greifen sollen. Ja, sie sollen ganz klar nicht greifen. Als Einzelhändler sollten Sie schleunigst zusehen, dass Sie die Kunden wieder ohne Masken einkaufen lassen, weil sonst sind Sie in spätestens 2-3 Monaten komplett pleite. Und all das nur, weil ein ausgesprochen geringer Prozentsatz von Menschen wirklich lebensbedrohlich von einem sogenannten Virus gefährdet sein soll. Begreifen Sie endlich, Sie sollen pleite gehen. Ja, Sie alle Händler, Restaurants, Hotels, Bars, Diskotheken, Modegeschäfte, Schuhgeschäfte und so weiter. Sie alle werden gerade in die weltweit größte Pleitewelle getrieben. Die Regierungen und die ganzen Eliten forcieren jetzt die Pleiten des kompletten Mittelstandes zum Wohle der Globalisten. Nur noch Onlinehandel, nur noch digitaler Geld- und Zahlungsverkehr, ein absolut kontrollierbarer Mensch, darum geht es. Die Klugen unter uns boykottieren schon seit Monaten jede Form von unnötigem Konsum, werden aber dennoch jetzt unfreiwillig zum Mittäter, da die dumme Bevölkerung weiter schön online bei Amazon kauft. Also besser doch wieder beim Händler um die Ecke kaufen? Tja, und dann mit den Steuern wieder die kranke Maschine des menschenfeindlichen Systems antreiben? Ja, man hat die Wahl zwischen Scheiße und Scheiße. Wie immer. Bei der Wahl, die man der Menschen als Augenwischerei im Grunde eigentlich nur lässt. Bei jeder Wahl hat man in Wirklichkeit nämlich keine Wahl. Dieses gesamte System aus Lug und Trug muss endlich weg. Naja, wo wir gerade bei Lug und Trug sind, Frau Merkel, öffentlich waren Sie ja monatelang bis auf vor wenigen Tagen stets ohne Maske zu sehen. Also abgesehen von der falschen Maske, die Sie natürlich täglich tragen. Und jetzt kommen Sie doch tatsächlich nach Monaten ganz demonstrativ und vor allen Dingen lächerlich mit einer Maske um die Ecke. Sollte pressewirksam ganz groß vermarktet werden. Das ist aber nicht so ganz gelungen, ist nach hinten losgegangen. Ja, und dann auch noch mit Europa-Symbol und nicht einmal mit der Landesflagge, wie es die anderen Staatsoberhauptsmarionetten in ihren Ländern tun.
Ach, stimmt ja. Deutschland ist ja noch immer kein souveränes Land. Und wie war Ihr erstes 10-minütiges Erlebnis mit der Alltagsmaske? Haben Sie jetzt wenigstens endlich mal selber gemerkt, wie beschissen es sich mit so einer Maske atmen lässt? Ja, echt mies, nicht wahr? Ihr Gesicht und ihre Mimik beim Absetzen sprachen ja Bände. Die ganze Welt zwitschert es längst von allen Dächern. Auf jedem Kontinent. Corona dient nur als Instrument für mehr weltweite Kontrolle und zur weltweiten Übernahme der Pharma-Mafia, unterstützt von den kranken Eugenikplänen von Herrn Bill Gates. Niemand will ihren Scheiß-Impfstoff auf keinem Kontinent mehr. Sagen Sie mal, haben Sie alle es wirklich noch immer nicht gemerkt? Die WHO ist fertig, Gates ist fertig, Europa ist fertig, Corona ist fertig. Ja, und die Corona-Impfung ist schon lange fertig. Die Maskenpflicht ist fertig. Ja, wen haben wir noch? Die Mainstream-Presse ist fertig. Und das Staatsfernsehen ist fertig. Im Grunde, Sie alle sind fix und fertig. Sie alle bekommen keinen Fuß mehr auf diese Erde. Und all Ihre Machenschaften werden jetzt noch weiter ans Licht kommen mit dem ACU. Ja, dem außerparlamentarischen Corona-Untersuchungsausschuss, der Stiftung Corona-Ausschuss. Da sind dann nämlich alle Ärzte, Virologen und Professoren drin, die Sie alle versucht haben, mundtot zu machen. Sie alle werden mit Pauken und Trompeten aus den Ämtern verjagt und in Schimpf und Schande in die zukünftigen Geschichtsbücher eingehen. So etwas hat die Welt noch nie erlebt. Wir alle geben so lange keine Ruhe, so lange, bis Sie alle die unverhältnismäßigen Corona-Maßnahmen gegen Mensch und Wirtschaft weltweit aufgehoben haben und Sie alle aus Ihren Ämtern zurückgetreten sind. Frau Merkel, unser zukünftiges neues Deutschland braucht Sie und Ihre ganze verlogene Lobbyregierung in Berlin nicht. Wir wollen Sie einfach nicht mehr. Wir lassen uns nicht von so einem inkompetenten, lobbyverseuchten Regierung nicht länger entmündigen. Wir kündigen Ihnen allen. Ihre alle Maßnahmen sind schon lange nicht mehr verhältnismäßig und Sie haben dem Mensch und der Wirtschaft weltweit einen enorm größeren Schaden zugefügt, als es ein Virus jemals könnte. Ihnen sind längst die Argumente ausgegangen. Und nur weil eine Journalistin das öffentlich ansprach, warum sie noch nie mit einer Maske gesehen waren, kommen sie plötzlich mit Maske um die Ecke. Bei der Bevölkerung haben sie sich damit so lächerlich gemacht. Sie haben grottenschlechte Berater. Heben Sie diese nie tragbaren und offensichtlich unverhältnismäßigen Maßnahmen endlich auf. Und vor allen Dingen treten Sie alle endlich zurück. Ihr Pferd Corona ist lange tot. Steigen Sie alle endlich ab. An alle meine Zuschauerinnen und Zuschauer, ja, denken Sie nach und handeln Sie endlich. Niemand hat das Recht, Sie zu entmündigen. Samstag, den 1. August in Berlin, Tempelhofer Feld um 15:30 Uhr. Es muss endlich von uns allen aus friedlich und gemeinsam ein Ende dieser elenden Masken- und Abstandspflichten und all der restlichen widersinnigen Maßnahmen und Schikanen erwirkt werden. Wir müssen das tun. Und vor allem müssen wir endlich unsere Mittelschicht und all die kleineren Händler und Unternehmen gegen diese vernichtende Regierungsmaßnahmen schützen, weil sonst kaufen wir alle bald nur noch bei Amazon ein, weil wir dann keine andere Chance mehr haben. Also bewegen Sie sich gefälligst auf die Straßen Ihrer Orte und am 1. August alle nach Berlin. Bei der Gelegenheit bedanke ich mich auch mal bei all den Menschen mit ausländischen Wurzeln. Viele von Ihnen protestieren auch schon seit Wochen gegen diese Corona-Verordnung der deutschen Regierung und Sie stehen gemeinsam mit uns Deutschen auf den Straßen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bitte und bitte teilen Sie meinen Beitrag auch in alle möglichen Medien. Ich bedanke mich auch recht herzlich für Ihr Abonnement und wer noch nichts zum Anziehen hat, um friedlich Protest zu zeigen, bestellt sich bitte einfach dieses Shirt, welches es in zig Farben und Formen für jedermann und Frau gibt. Das Land soll damit geflutet werden. Unterstützen Sie bitte meine freie Arbeit auch mal mit einer kleinen finanziellen Spende, weil wir alle kämpfen, jeden Tag für jeden da draußen, für Sie. Alle entsprechenden Links dazu finden Sie natürlich im Beitrag. Vielen herzlichen Dank.